Das klingt wie ein Herzschlag, oder? Und genau sowas zeige ich euch heute, nämlich wie man Geräusche mit ganz herkömmlichen Dingen machen kann, die ihr dann für euren Film benutzt. Und dazu benutzen wir den Film, den wir gestern gedreht haben, den Stop-Motion-Film mit der Zwiebel am Strand und vertonen ihn. Um das Geräusch des Fisches unter Wasser zu machen, werden wir ein Glas Wasser benutzen und einen Strohhalm. Und dann pusten wir einfach in das Wasser rein und damit könnt ihr verschiedene Geräusche machen, zum Beispiel an der Wasseroberfläche und ganz schnell. Oder ihr geht ein bisschen tiefer und schon wird das Geräusch auch tiefer. Und dann küssen sich die beiden. Dann kommen wir zu der Krabbe. Die kommt angelaufen und zwar über Sand. Und dafür habe ich hier diesen Behälter mit braunem Zucker, der sogar ein bisschen aussieht wie Sand, bereitgestellt. Den stelle ich ab und mache dann einfach mit meinen Fingerspitzen das Geräusch. Und weil die Krabbe versucht, sich den Fisch zu greifen, haben wir der Schere Geräusche gegeben und dafür benutzen wir eine Schere. Und da gibt es dann auch verschiedene Varianten wieder. Zum Beispiel. Und jetzt kommen wir zu unserer Hauptperson, und zwar der Zwiebel. Und dann bekommt unsere Zwiebel den Sonnenschirm, damit sie sich nicht verbrennt. Und dafür machen wir als erstes die Ankommengeräusche. Und dann öffnet sich der Schirm. Und dann ist die Zwiebel bereit, ins große Wasser zu springen. Und dafür brauchen wir den großen Topf. Mit ganz viel Wasser drin. Und dann lasse ich die Zwiebel einfach fallen. Bereit? Tada! Und so klingt dann der fertige Film. Tschüss! Probiert das alles einfach mal zu Hause aus. Ihr findet bestimmt noch andere Sachen, die ihr zum Soundmachen benutzen könnt. Und wenn ihr ein Video gemacht habt, dann postet es einfach auf YouTube und verlinkt es in unseren Kommentaren. Viel Spaß dabei! Yeah.